1916 erwirbt Hugenberg den Großverlag Scherl. Hier werden einige der bedeutendsten Zeitungen und Zeitschriften geboren. Im Scherl Verlag wurden einige Jahre später die Journalisten Fritz Lucke und Christian Hahn angestellt. Die Schwerindustrie selber ist ja eigentlich der Aufkäufer des 1916 in Schwierigkeit geratenen Scherl Verlages. Alfred Hugenberg hat ja damals eigentlich nur als Repräsentant gewirkt. Und erst als man sah, dass er den Verlag erfolgreich geführt hat, hat also, würde ich sagen, die gesamte Schwerindustrie ihm den Verlag Scherl zum Geschenk gemacht. Ich bin der Meinung, dass er ein Finanzgenie war. Wie hieß noch der große Mann? Stinnes. Wie Stinnes, der ja auch irgendeinen Animus hatte und einen Riesenkonzern aufbaute. Nur, dass Hugenberg sich darauf beschränkte, einen hohen Einfluss auf die deutsche öffentliche Meinung zu haben. Die linksliberalen Verlage Mosse und Ullstein haben mit ihrer Massenpresse großen Einfluss auf die öffentliche Meinung der Hauptstadt. Zusammen mit der Presse aus den sozialdemokratischen Verlagen sind sie für die konservativen Machthaber des Kaiserreichs die gefährlichen Vorreiter der Demokratie. Schon 1904 hatte ein alldeutscher Kampfgefährte und Freund an Hugenberg geschrieben: Alle unsere Pläne und Arbeiten werden unfruchtbar sein, solange wir nicht über fein entwickelte Leitungen zu den Gehirnen der Menschen verfügen. Hunger nach Information. Noch ist die Zeitung das einzige Massenmedium der Nachrichtenvermittlung. Information kann über Herrschaft entscheiden. Die drohende militärische Niederlage Deutschlands bedeutet für den Krupp-Direktor und neu gekürten Verleger Hugenberg die Gefahr von Republik und Herrschaft des Volkes. Ich habe geglaubt, es müsse neben der Presse und Propaganda der Ullstein, Mosse und des Vorwärts auch eine nationale Presse und Propaganda in Deutschland geben. Und ich habe danach in der Stille, und das ist und bleibt in der Welt das Wichtigste, gehandelt. Arbeiter- und Soldatenräte besiegen im November endgültig das kaiserliche Deutschland. Jetzt kontrollieren die Linken das Berliner Zeitungsviertel. Sie bauen Barrikaden gegen die Legenden der Rechten. Die Kommunistische Partei hat den Scherl-Verlag besetzt. Und da musste er natürlich die rote Fahne drucken, also setzen. Und das hat ihm ja nun natürlich nicht gefallen, aber was soll er machen? Da haben sie die rote Fahne gedruckt. Und so sind die Kommunisten gekommen und haben gesagt, damit die keine Propaganda machen, da haben sie sie besetzt, so, haben einfach die rote Fahne gedruckt. Und wie lange, weiß ich nicht, aber er war ja wieder zufrieden, dass er nachher seine wieder drucken konnte. Wer hat die nicht geliebt, die Linken? Bürgerliche Freikorps vertreiben die Revolution aus den Meinungsfabriken an der Berliner Zimmerstraße, unter dem Befehl von Sozialdemokraten. Die SPD fürchtet die radikalen Kommunisten und hilft Hugenberg, seine Zeitungen wiederzugewinnen.
Ich begann dann, mich für Politik zu interessieren. Ich wurde auch Mitglied vom Deutschen Herrenclub in Berlin und wollte gerne politisch irgendwie aktiv werden. Da ich aber die Ochsentour über eine der politischen Parteien scheute, dachte ich, dass der Journalismus vielleicht ein guter Weg wäre. Und das war in der damaligen Zeit sehr schwer. Das gelang mir dann mit Hilfe meines Großvaters, eine Unterredung mit dem Geheimrat Hugenberg zustande zu bringen. Und Hugenberg, der sah mich vielleicht 5 Minuten und empfahl mich dann an den Generaldirektor des Scherl-Verlages, Herrn Klitsch. Im Scherl-Verlag ging ich dann zunächst zum TAC, wo ich als Volontär eingestellt wurde. Der TAC war von den Tageszeitungen des Hauses die anspruchsvollste. Sie richtete sich an einen gehobenes, politisch interessiertes Publikum. Ganz anders war es dann nachher beim Lokalanzeiger, der eine Generalanzeigertyp war und vor allen Dingen das Berliner Kleinbürgertum ansprach. Da musste man natürlich völlig anders schreiben und vor allen Dingen wurde einem immer gesagt, dass man berücksichtigen müsse, dass die Hälfte aller Leser Frauen seien und man ihre Bedürfnisse auch berücksichtigen müsse. Und dann habe ich natürlich auch viel geschrieben in der Nachtausgabe, die eine Neuschöpfung des Hauses war. Und unter Herrn Fritz Lucke, einem sehr fähigen jungen Chefredakteur, war ein Vorläufer einer Boulevardzeitung. Man kann auch sagen, dass sie in mancher Beziehung ein Vorläufer der Bildzeitung war, wo man natürlich einen sehr flotten Stil anbringen konnte. Die Journalisten kamen, das ist vielleicht wichtig zu wissen, nicht von den Presseschulen. Das ist etwas, was es überhaupt fast nicht gab damals. Sondern der allergrößte Teil von ihnen waren in anderen Berufen verkrachte Existenzen. Beispielsweise, wir hatten viele ehemalige Offiziere in der Redaktion, Obersten, Hauptleute, Majore, die im Allgemeinen sogar also mit ihren alten Diensträngen angeredet wurden und die bewogen mich, eine Grundausbildung bei der Reichswehr durchzumachen. Anlässlich meiner Beförderung zum stellvertretenden Hauptschriftleiter mit 25 Jahren. Die Weisungen in den Anstellungsverträgen, ich habe hier einen da, die war einfach, die Haltung des Verlages ist die allgemeine vaterländische, das war ein weiter Begriff. Es waren, würde ich sagen, natürlich keine Sozialdemokraten da. Aber die Marschroute selber, das sehen Sie hier an meinem Dienstvertrag, als ich zum Chefredakteur der Berliner Nachtausgabe ernannt wurde, ganz deutlich steht hier drin, die grundsätzliche Einstellung des Verlegers, Verlages oder die Richtung der Zeitung ist die Herrn Fritz-Lucke bekannte allgemein vaterländische. Also diese vaterländische Einstellung, die könnte heute auch noch in jedem bundesrepublikanischen Verlag natürlich gefordert werden. Die Federführung im Verlag hat Hugenberg in die Hände von Generaldirektor Ludwig Klitsch gelegt. Klitsch, ein tüchtiger Manager, hatte mit Hugenberg vor einiger Zeit bereits die Deulich-Filmwochenschau gegründet. Er versteht sich darauf, neueste technologische Entwicklungen von heute für die alten Inhalte von gestern zu gebrauchen. Er fördert die neuen Medien. Ich muss sagen, ich bin also ein Revolutionär gewesen, als ich 21 in diesen Scherl-Verlag eintrat. Und ich habe dann also ja die Ära mit der großen Schlagzeile eingeführt. Die Hauptneuerung war natürlich erstens, also das sagte ich schon, die durchgehende Schlagzeile mit dem roten Strich, die ja was heute gar nicht mehr sich vorstellen kann, sensationell war. Zweitens die Illustration mit Fotos, mit Autotypien. Bis dahin waren nur Strichzeichnungen möglich. Und hier hat der Scherl-Verlag technisch bahnbrechend gewirkt. Es sind noch die ersten Experimente gemacht worden, einen Mehrfarbendruck.
Die Nachtausgabe ist hier die erste gewesen mit dem roten Strich. Und der Oberverleger, wollen wir ihn einmal so nennen, der Geheimrat Hugenberg, ist ja damals also schwer attackiert worden. Die Konkurrenzpresse schrieb, nun geht der Hugenberg auf den roten Strich. Alfred Hugenberg verteidigt vor konservativen Freunden den unseriösen Boulevardstil der neuen erfolgreichen Berliner Illustrierten Nachtausgabe. Ja, ich persönlich habe die Nachtausgabe in die Wege geleitet. Bin ich denn in der Lage, den Geschmack zu ändern? Ich überlasse es eben nicht allein Mosse und Ullstein, mit solchen Mitteln zu arbeiten. Ich möchte ein kurzes Zitat vorlesen von Hugenberg, was die Nachtausgabe betrifft. Boulevardblatt ist in allen Großstädten der Welt ein durch besondere Aufmachung wirkendes Blatt. Nicht Sonntagsblatt. Sonst kaufen es eben diese Großstädter nicht. Sie kaufen es wegen der Sensation, die darin steht. Und sie nehmen die Politik, die dazwischen steht, mit in sich auf. Ja. Sie war an für sich als Boulevardblatt, sollte sie, was man also heute überparteilich und unabhängig nennt, das sollte sie auch vertreten, und es ist ja auch niemals irgendwie ein politischer Einfluss vom Geheimrat Hugenberg selber aus seinem Büro ausgeübt worden. Er war mir gegenüber, wenn ich ihm ganz selten begegnete, außerordentlich freundlich. Er hat nie Einfluss genommen. Er hat mich gefragt, wie denken Sie über diese oder jene Sache? Dann habe ich ihm das vorgetragen und er war ja nicht sehr gesprächig. Er sagt so, und damit war der Fall erledigt. Herr Luke, gab es in den Redaktionen auch Sozialdemokraten und gab es bei den Druckern und Setzern auch Konservative bei Scherl? Also in der Redaktion glaube ich nicht, dass es Sozialdemokraten gab. Aber der Bogen war weit gespannt. Wie hatten Sie gewählt? Wie ich gewählt habe? Im Allgemeinen habe ich meinen Brötchengeber gewählt. Ich dachte, das sei ich dem Mann schuldig. Unter den Kollegen, mit denen wir nur als gearbeitet haben, da war keiner deutschnational. Das stimmt nicht. Was haben Sie gewählt? Alle in der SPD. Na, gewählt haben wir natürlich SPD, das ist klar. Ja, das war klar. Also ich meine, ich glaube nicht, dass unter den Setzern des, wie man so sagte, größten Verlages der Weimarer Republik jemals einer der Deutschen Nationalen Volkspartei angehört hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, die waren natürlich, zum großen Teil waren sie Sozialdemokraten. Aber das war, verstehen Sie, das war überhaupt gar kein Problem. Darüber wurde auch überhaupt gar nicht gesprochen. Sondern was auch immer in der Zeitung stand, es wurde also gesetzt und es wurde umbrochen. Und Hugenberg erwies sich dann als ein Finanzgenie. Was der alles aufkaufte und so weiter, war erstaunlich. Wir hatten in der Inflation eine Exportzeitschrift, die wurde durchgehalten. Während alle anderen Verleger nicht wussten, wie sie Papier bezahlen sollten, kriegten wir dauernd die Millionen rein durch diese Exportzeitschrift. Und diese Millionen hat er gut angelegt. Und Hugenberg hatte dadurch natürlich die Möglichkeit, wann er wollte, entsprechend Finanzspritzen der Deutschen Nationalen Volkspartei zu geben. Wenn ich Inflationsgewinne gemacht habe, so hat sich das so vollzogen, dass ich für eine Organisation, an deren Spitze 12 nationale Männer stehen, schwach werdende nationale Blätter erworben habe, um sie der nationalen Sache zuzuführen und sie nicht an die großen Pressemächte fallen zu lassen. Die einzigen großen Pressemächte, die es daneben in Deutschland noch gibt, Ullstein und Mosse. Hugenbergs renommierter Berliner Lokalanzeiger kommentiert die Expansion des Verlages in den Zeiten der Massennot. Hugenberg rettete die Provinzpresse vor dem Einfluss der großen demokratischen Verlage in der Zeit der Inflation. Erstens war Hugenberg hatte die ungeheuren Einflüsse in der Papierindustrie. Wenn die Alte zu hoch verschuldet waren und nicht weiter konnten, dann wendeten sie sich an Hugenberg Konzern, Scherl also. Und da hatten wir eine Gesellschaft, die Vera, von der unendlich viele Zeitungen abhängig waren. Und durch die Vera wurde geregelt, dass sie neu Papier bekamen und Kapital bekamen. Und dafür beteiligte sich Hugenberg dann natürlich in dieser oder jener Form an den entsprechenden Zeitungsgesellschaften.
Nun, der Verlag war natürlich kaufmännisch geleitet. Er war auf Gewinn aus und er machte auch erhebliche Gewinne. Der Lokalanzeiger hatte ja in seinen Glanzzeiten oft zum Wochenende 100 Seiten kleine Anzeigen, die natürlich, weil sie im Fließsatz hergestellt wurden, viel Geld eingebracht haben. Wir haben immer geschätzt, dass der Lokalanzeiger monatlich 1 Million bar netto über hatte. Ebenso groß waren die Einnahmen zum Beispiel durch den allgemeinen Wegweiser. Das war, ich glaube, der hatte 800.000 Auflage. Und der gab praktische Ratschläge für Hausfrauen in Land und Stadt. Ein geniales Geschäft. Er hat sich hoch beteiligt an der Dradag, das war eine Nachrichtengesellschaft für den Rundfunk. Er hat große Wirtschaftsdienste aufgezogen. Er hat Korrespondenzen eingekauft, was es alles gibt. Und zum Schluss ging er an die Ufa ran. Die Ufa war pleite und war bei der Deutschen Bank mit rund 25 Millionen verschuldet. Und da ist Hugenberg, hat das Geld aufbringen können, um den Kredit abzudecken und die Ufa in seine Hand zu bringen. Europas größter Film- und Kinokonzern, die Ufa. 1927 erwirbt Zeitungskönig Hugenberg das Medium, dem die Zukunft gehören soll. Die Mehrheit der Ufa liegt nun in den Händen einer nationalen Gruppe und ich habe jeden, der es hören wollte, bei der Einleitung des Geschäftes gesagt, dass ich es nur machen würde, wenn ein einheitlicher und ausschlaggebender Einfluss klar sei. Vaterländische Bilder zeigen eine Reihe von Filmen über König Friedrich von Preußen. Es ist Preußens und Deutschlands Kampf gegen die westlichen Mächte, der Habenichtse gegen die Geldmächte, gegen eine verdorbene Zivilisation. Verglichen mit ihren Feinden zeigen diese Filme die Deutschen mit allen Zügen einer Herrenrasse, die berechtigt ist, heute Europa und morgen die Welt zu erobern. Und daran liegt vielleicht die, wenn man sagen will, die Genialität von Hugenberg, der als einer der allerersten deutschen Politiker die Macht der Medien erkannte, sowohl des gedruckten Wortes wie des Filmes, und der ganz systematisch diese Organisation aufbaute mit dem Ziel der Deutschen Nationalen Volkspartei, die ja keine Massenpartei war, ein Einflussmittel auf die Massen zu geben. Es gehörten zum Shell-Konzern Dutzende von Provinzzeitungen, wo kein Mensch was von wusste. Es gab auch Nachrichtenagenturen, es gab ein weites Netz von Auslandskorrespondenten. Es war wirklich ein Imperium, das man nur vergleichen kann, etwa mit Springer heute oder mit einem der großen anderen Verlage in Deutschland. Und wenn ich jetzt nach Berlin reise, gehe ich jedes Mal zur Kochstraße, denn die Zimmerstraße ist ja durch die Mauer bereits getrennt, gehe ich zur Kochstraße und sehe, was aus den Ruinen wie ein neues Leben erblüht ist. Das ist der Springer Verlag.
Hier war früher das alte Zeitungsviertel von Ulstein, Schaal und Mosse. Hier habe ich mein halbes Leben verbracht. Und Schaal wurde vollkommen zerstört. Und der Springer Verlag hat alles wieder neu aufgebaut. An dieselbe Stelle, wo früher Schaal stand.